Ah. Liebe Freundinnen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Liebhaber der gehobenen Kunst. Oh. Sie kennen das ZDF-Magazin Royal, meine Damen und Herren. Wir sind ein Kulturmagazin. Nach uns ist nur Proll, vor uns ist nur Proll. Wir hier sind was Besseres. Jeden Freitag nach der Heute-Show holen wir die gute Laune wieder auf ein, oh, das wird ja toll, auf ein erträgliches Maß runter. Mm. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Nicht, dass zu viel gelacht wird. Und darum herzlich willkommen, liebe Genießerinnen, herzlich willkommen zur ersten Weinbeschimpfung im deutschen Fernsehen. Ich verspreche Ihnen, ich mache heute mit Wein, was Roberto Gaisini mit Bier macht. Heute haue ich den Wein mit dem Holzhammer in seine dämliche Eichenfassfresse. Das verspreche ich Ihnen. Heute wird das ZDF-Magazin Royal uns und Ihnen das allerletzte bisschen Freude unseres tristen menschlichen Daseins nehmen. Den wohlverdienten Rotwein-Schwips am Ende eines harten Tages. Wir zerstören heute Wein, diese aufgeblasene Akademiker-Limonade für übergriffige Theaterintendanten, die ganz sicher kein Alkoholproblem haben. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie das hier läuft. Folgendermaßen. Mm. Wie immer, ich rede, Sie bleiben sitzen und hören zu. Ich mache jetzt hier Weinbeschimpfung, es wird gnadenlos. Es wird natürlich verfickt nochmal vulgär. Es wird ein bisschen zum Schmunzeln, es wird auch unberechenbar. Oder haben Sie das kommen sehen? Nein, haben Sie nicht kommen sehen. So, also, so läuft das heute. Die Kachel und ich... Hi, ihr Freaks. Ja, wir zwei, wir machen eine entspannte Einleitung erstmal ins Thema, oder? Ja. Ja, es geht um Wein. Wein ist eine dumme Sau. Das sag ich doch. So, Einleitung fertig. Es wird natürlich trockene Fakten und liebliche Zahlen zum Thema Wein geben in dieser Sendung. Aber damit das nicht zu langweilig wird, haben wir wie immer ein paar lustige aus dem Zusammenhang gerissene Videos für Sie. Simon Terodde, nach Bremen konnten Sie nicht schlafen. Heute besser oder wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, heute. Heute. Boah. Es wird mir auch schwerfallen, ne? Frosch im Hals. Aha. Frosch im Hals. Bitte merken Sie sich das. Frosch. Es wird nicht der letzte Frosch heute Abend sein. Geil, ein Frosch. Ja, da bleibe ich noch. Ja, prima, das freut mich, liebe Kachel. Schön, dass du auch mit dabei bist. Also, Weinbeschimpfung im ZDF-Magazin Royal. Kommen wir zum Problem mit Wein. Wein ist ein Problem. Das weiß jeder, der schon mal aus Versehen im Rieslingshof auf der Fernbedienung ausgerutscht ist und dabei auf SWR geschaltet hat. Live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Die Wahl der 70. deutschen Weinkönigin. Im Glas kommt ein Aromen von gewisser Exotik. Ja, stimmt. Im Glas kommt ein gewissen Aromen von gewisser Exotik. So wird jedes Jahr aufs Neue im SWR-Fernsehen die deutsche Weinkönigin gekürt. Da weiß man nicht, ob das Werbung für oder gegen deutschen Wein ist. Oder einfach nur die außer Kontrolle geratene Brandschutzschulung vor Till Lindemanns nächster Darmspiegelung. Wein ist bei uns im Team so weit unten in der Hierarchie der Betäubungsmittel. Die Plörre kommt erst in die Bierbon, wenn das Ötti alle ist. Obwohl Wein ja Kultur ist eigentlich. Hier. Auf Platz 7 von 195. Deutschland ist eines der Länder mit dem weltweit höchsten Weinkonsum. Der verfickte Wein hat leider ein gutes Image. Wenn wir Wein hören, denken wir an Weinberge, an saftige Trauben, an exotische Aromen im Glas, an die Natur, an Mosel, an die Mosel. Wer jeden Abend ein Glas Rotwein trinkt, der darf irgendwann eine Talkshow im Dritten moderieren. Wer jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkt, der bleibt bis ins hohe Alter quietschfidel und geistig fit. Alkoholgenuss fördert das Denkvermögen. Weintrinker haben bessere Hirnleistung. Studie zeigt, Frauen, die Alkohol trinken, sind intelligenter. Wer Wein trinkt, gilt in Deutschland als schlau. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, aber es erzählt sich gut und man glaubt es gern. Weintrinken ist der beste Trick, um kultiviert und belesen zu wirken, obwohl man es womöglich gar nicht ist. Hamburg City gestern im Till Schweiger Barefood Restaurant. Till präsentiert hier seine großen Leidenschaften. Das sind Kaschmirpullis und... Aber ich trinke gern Wein, ja. Wein und Kaschmirpulli reicht und man geht in Deutschland als quasi Genie durch. Noch besser ist nur Wein, Kaschmirpulli und eine transparente Arschlochbrille. Aha, was könnte das sein? Vielleicht ein Buch?
Nein, es ist Wein. Offensichtlich ist das Wein. Ist das nicht das Arschloch, das Stromberg gespielt hat? Nee, Quatsch. Andersrum. Das ist doch der Schauspieler, der das Arschloch Stromberg gespielt hat. Weintrinker können einfach nicht ihre verdammte Schnauze halten und einfach nur saufen wie jeder normale Mensch. Weintrinker müssen immer gleich einen Buchclub eröffnen. Da haben es Biertrinker natürlich leichter. Als Biertrinker ist es vollkommen egal, wenn man beim Saufen richtig doof aussieht. Hier. Otsoft üs! Anders als Wein gilt Bier in Deutschland nämlich als ein Getränk, das man sich auch ohne FAZ-Abo und den ganzen Tag Deutschlandfunk Kultur aus dem Bang & Olufsen Designradio reindübeln darf. So ist das eben mit dem Bier-Image. Bier trinken macht nicht schlau, sondern, und das ist ja Markus Söder praktisch ins Gesicht geschrieben, man sieht's ja, Bier macht eine gesunde Darmflora. Gute Nachrichten, liebe Männer. Bier ist gut für die Darmflora. 12 Sternburg im Mund macht Stuhlgang gesund. Das ist mit Bier so. Bier im Gegensatz zu Wein ist primitives Arschgesöff. Stadiongänger trinkt sein Bier durch die Wurst. Was man offensichtlich auch durch eine Wurst trinken kann. So sind sie, die einfachen Menschen und ihr Bier. Wein hingegen trägt man allerhöchstens durch gerollte 500-Euro-Scheine. Wein ist Upper Class. Bier ist ein Arbeitergetränk. Weil das ist das Einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet, nicht wahr? Ein Bier. Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel. Ja, Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es halt, wir Arbeiter, damit wir Kraft haben. Körperliche Arbeit. Das kennen Weintrinkerinnen natürlich nur von ihren Angestellten. Hopp, hopp, hopp. Consuela, schneller, schneller, schneller. Wer täglich Wein trinkt, der hat keine Hornhaut an den Händen. Der ist intellektueller Schöngeist. Wer täglich Bier trinkt, hat offensichtlich ernste Probleme. Obwohl man sagen muss, beide haben ernste Probleme. Der Unterschied ist, dass Weintrinker dabei immer so wirken, als hätten sie alles im Griff und könnten jederzeit Goethe zitieren. Sie stehen zusammen mit Leuten, sie reden über Wein. Das Gespräch, wenn ich in Gang komme, dann empfehle ich immer. Bringen Sie doch ein kleines Zitat. Sagen Sie einfach, kennen Sie Goethe? Goethe, kennst du? Goethe, kennst du? Goethe? Goethe war lange die wichtigste Ikone deutscher Weinkultur. Davor war es mal kurz Jesus. Und jetzt, heutzutage, ist es Günther Jauch. Günther Jauch hat angefangen als einfacher Mann aus der Arbeiterklasse. Er hat angefangen, mit Bier den Regenwald zu retten. Gefährlich sehen sie ja aus, sind sie aber meistens nicht. Die Flachlandgorillas des afrikanischen Regenwaldes. Doch der Lebensraum dieser seltenen Tiere ist bedroht. Sie können helfen. Denn mit jedem verkauften Kasten Krombacher Pilz, alkoholfrei oder Radler, fließt eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF. Zum Glück ist der Flachlandgorilla inzwischen gerettet oder wenigstens ordentlich stramm. Darum musste Günther Jauch umschwenken auf Wein. Günther Jauch gehört das Weingut von Otegrafen an der Mosel. Das ist so ein bisschen Kneipenquiz-Wissen. Das hat er 2010 übernommen, das wissen Sie vielleicht. Das hat er übernommen, um seine karge Rente ein bisschen aufzustocken. Was würden Sie mit der Million machen? Zu den anderen legen. Ich bin reich. Wein passt einfach zu Günther Jauch, denn der gilt als Deutschlands frechster Intellektueller, weil er seit über 20 Jahren kluge Fragen stellt, ohne je selber mal eine beantworten zu müssen. Ein eigener Wein ist gut fürs Image von prominenten Feingeistern. Und prominente Feingeister sind gut fürs Image vom verfickten Wein. Darum ist Günther Jauch auch nicht der einzige deutsche TV-Charismatiker, der sich freiwillig mit dieser verschissenen Traubenplörre ins Bett legt. Hier, Dr. Cornelius Joachim Winterscheid und Iffland-Ringträger Matthias Schweighöfer verkaufen zusammen ihren Fünf-Freunde-Wein. Sir Thomas Gottschalk verkauft auch oder Wein und trinkt gerne Wein. Und natürlich das wohl größte Genie von allen, Til Schweiger. Alle wollen Wein, verkaufen oder ihn wenigstens trinken oder am besten beides. Til Schweiger, früher konnte ich mal 3 Flaschen Wein am Abend trinken. Ja, heute kann er das nur noch vormittags. Der Primitivo unter den deutschen Weinintellektuellen. Fernsehpromi-Männer, die will ich mir nicht nur angucken. Ich will die auch im Maul spüren, ich will die schmecken. Darum trinke ich Günther Jauch. Mmh. Ein Erfolg ist, wenn ich Leute treffe, die sagen, wir hatten Freunde da und der hat denen geschmeckt und es war ein lustiger Abend. Dann wäre ich schon ziemlich glücklich. Wichtig zu betonen findet Jauch aber, dass der Aldi-Wein mit seinem Weingut Otegrafen nichts zu tun hat. Moment mal. Wieso findet Günther Jauch wichtig zu betonen, dass der Aldi-Wein, auf dem sein Name Günther Jauch draufsteht, nichts mit seinem eigenen Weingut zu tun hat? Weil, meine Damen und Herren, Günther Jauch 2 Weinmarken hatte. Einen vorzeigbaren Premium-Wein und einen billigen Discounter-Wein. Für Biertrinker, die sich zwischendurch mal als was Besseres fühlen wollen. Und diesen Discounter-Wein, der war Günther Jauch so peinlich offenbar, dass er sich öffentlich von ihm distanziert hat. Kommen wir mal zum beschissensten an diesem verkackten Fickgetränk Wein. Denn der verpimmelte Fotzensuff Wein ist nicht gleich Wein. Ich habe Ihnen eine Weinbeschimpfung versprochen und ich halte meine Versprechen. Bitte nicht. Der Bastard!
Der Bastard, der Bastard. Unter Wein ist der Bastard unter den alkoholischen Getränken. Denn Wein, der unter vernünftigen Bedingungen hergestellt wird, den kann sich in Deutschland kaum jemand leisten. 3,64 Euro bezahlen die Deutschen aktuell durchschnittlich für einen Liter Wein. 3,64 Euro im Durchschnitt? So viel bezahlen Deutsche nur pro Liter Wein. Ich bin jetzt kein Winzer, ich bin noch nicht mal ein scheiß Weintrinker, aber wenn ich im Discounter einen Liter Wein für 3,64 Euro kaufe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Inhalt ungefähr so sehr Naturprodukt ist wie das Gesicht von Jenke von Wilmsdorf. Denn in unserem Naturprodukt Wein findet man nicht nur köstlich gegärte Trauben, sondern leider auch eine ganze Menge cooler Extrazutaten. In Deutschland sind im Weinbau 83 Spritzmittel gegen Pilzkrankheiten zugelassen. Hinzu kommen Herbizide wie Glyphosat, die den Boden frei halten. Leicht schokoladig-kirschige Note und im Abgang so ein Hauch von Domestos. Lecker. Für 3,64 Euro pro Liter läuft nämlich kein verschissener Winzer zu Fuß an der Mosel den Hang hoch, schneidet selbst die Trauben von der Rebe oder gibt sich überhaupt nur ein kleines bisschen Mühe. Die Lese per Hand ist teuer und zeitaufwendig. Sie lohnt sich nur bei besonderen Weinen. In den meisten Weingütern ist mittlerweile die Weinlese mit sogenannten Vollerntern üblich. Das ist deutlich günstiger und geht um ein Vielfaches schneller. Die allermeisten Wichsweine, die man bei uns kaufen kann, werden industriell angebaut und geerntet. Nur so kann die Weinindustrie überhaupt die enorme Nachfrage nach deutschem Wein stillen. Wein, ich hab's doch gesagt, Wein ist eine dumme Sau. Eine richtig dumme Sau aus verschissener Massenproduktion. Manche Naturschützer glauben, dass auch die intensive Landwirtschaft im Ahrtal die Flut verschlimmert hat. Etwa durch die schnurgeraden Reihen von Weinreben. Die sind oft breit angelegt, damit sie maschinell geerntet werden können. Wurden sie bei der Flut zu Abflussrinnen, in denen das Wasser zu Tal raste? Weiß ich nicht, aber Gegenfrage. Kennen Sie Goethe? Ja, ja, kenne ich. Danke, danke, dass du fragst, Bernd. Ein Mädchen und ein Gläschen Wein, die lindern alle Not. Und wer nicht küsst und wer nicht trinkt, der ist schon lange tot. Johann Arschloch von Goethe, der Ficker von Weimar. Das ist keine Romantik, das ist keine Kultur. Goethe und Weimar, ganz ehrlich. Wenn man genauer hinsieht, ist es auch nicht viel besser als Michael Wendler und Pepsi. Heutzutage nämlich sind maschinelle Vollernter für die Weinernte das, was Bernd Stelter für Pointen ist. Da wird einfach alles mitgenommen, was nicht bei drei tot vom Rebstock fällt. Wie zum Beispiel Frösche. Frösche. Der tote Frosch im Weinberg, da haben wir ihn. Da ist er ja endlich. Ja. Ich habe die ganze Zeit schon gewartet. Ich dachte, der Frosch kommt nicht mehr. Ich habe doch gesagt, dass noch ein Frosch kommt. Frösche sind durch den Einsatz von Pestiziden tot, bevor der Winzer seinen Vollernter überhaupt angeschmissen hat. Zum Beispiel durch das Fungizid Vollpet. 96% der erfassten Weingüter wenden es an. Für seine Versuche mit Vollpet hatte sich das Landauer Institut für Umweltwissenschaften junge Grasfrösche und Kröten vorgenommen. Die jungen Grasfrösche, die die Wissenschaftler auf die behandelte Erde setzten, waren im Mittel bei einem der getesteten Vollpet-Produkte nach 2 Tagen zu 60% tot. Tote Frösche im Weinberg. Und über diese toten Frösche rollt dann der Vollernter, wenn er die ganzen anderen leckeren Dinge mit den Trauben einsammelt. Die Zweige, die Blätter oder die Insekten, wie zum Beispiel Ohrenkneifer. Auch gemeiner Ohrwurm genannt. Gemeiner Ohrwurm, hör, ich dachte, das ist das hier. Gern geschehen, Sie beschissenen Weinfans. Dubidam-dam, dubidibidam. Wir kennen den alten Spruch, Bier auf Wein, das lässt sein, Urkneifer im Wein, finde ich ganz fein. Die ganzen Viecher, das ist das Blöde, müssen natürlich jetzt irgendwie auch wieder raus aus der räudigen Plempe. Die meisten Weinsaufnasen in Deutschland sind sich nämlich immer noch aus irgendeinem Grund zu fein für verweste Insektenkörperchen im Müller-Thurgau. Auch darum muss der scheiß Wein geklärt werden, und zwar so. Winzer setzen tierische Klärmittel ein, um Weine von Trübstoffen zu befreien und sie zu filtrieren. Etwa mit Gelatine aus Schweineschwarten oder aus Knochen, Knorpeln und Sehnen vom Rind. Oder mit der Hausenblase aus der getrockneten Schwimmblase von Stören oder Welsen. Lecker, 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 lecker. Tiere töten und verarbeiten, um aus Versehen verarbeitete Tiere aus dem Wein wieder rauszubekommen. Genau das hat Friedrich Hebbel wahrscheinlich gemeint, als er gesagt hat, der Wein ist die edelste Verkörperung des Naturgeistes. Und dass der ganze Bums dann am Ende genauso vegetarisch ist, wie das, was der Nikolaus den Tönnies-Kindern in die Schuhe presst, steht dann nicht mal auf dem fucking Etikett drauf. Wein ist nicht mal vegetarisch. Wenn Wein vor dem Abfüllen durch 2 Überseecontainer voller Schlachtabfälle tröpfelt, muss das nicht auf der Flasche stehen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber immerhin funktioniert das Weinfiltern mit leckeren Hausenblasen und Schweineschwarten richtig, richtig gut. Schauen Sie mal. Einmal brauchen wir hier so ein, einfach nur ein, da. Und gucken Sie mal, wie gut das funktioniert. Der ganze Wein
Da kommt kaum noch, der ist fast, der kommt richtig rein, da unten, der kommt da raus, unten. Das ist, na, da ist er. Das ist Natur. Guckt mal an. Yum, 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 yum. Das funktioniert so gut, das Filtern mit Hausenblasen und Schweineschwarten, dass am Ende nicht nur alle verwesten Tierreste und die ganzen angefaulten Zweige rausgefiltert sind, sondern leider auch die Aromen und was den Wein halt sonst noch so ausmacht. Der gefilterte Wein schmeckt also nach nichts mehr. Und darum müssen die Winzer und die Weinindustrie kräftig nachhelfen. Die müssen nämlich künstlich Geschmack reintun in ihren nackten Wein. Hilfsmittel, die Weine gerade biegen. Hefen, die bestimmte Geschmacksrichtungen fördern. Enzyme, die Fehltöne verschwinden lassen. Und jetzt schmeckt's wieder. Wein, der Hitler unter den Getränken. Nein, Wein ist schlimmer als Hitler, weil Hitler war wenigstens Vegetarier. Wein ist das einzige Lebensmittel auf der ganzen Welt, dem bis zu 75 verschiedene Zusatzstoffe hinzugefügt werden dürfen, von denen nur ein einziger deklariert werden muss. Schwefel. Schmeckt nach Furz und riecht nach Jörg Dreger. Sorry, Jörg Dreger. Und ich hab noch ein Problem mit Wein, dem Prinz Andrew unter den Erfrischungsgetränken. Das war ein richtig schlechtes Timing. Sauft ihr Wein in der Regie? Wein hat nämlich noch ein Verpackungsproblem. Wie wird Wein verkauft? In? Glasflaschen. Genau, in Glasflaschen. Wein wird in Glasflaschen verkauft. Leider in allen Formen und Farben. Jeder Tagespraktikant in der Glasindustrie darf offenbar für das Scheißgetränk Wein seine eigenen Entwürfe selber blasen und an die Winzereien verteilen. Was ist das? Was ist das? Wo ist da... Was ist das? Wo ist da die Inspiration? Ich sehe da gar nichts. Ich brauche Oculus Rift Brillen. Das sieht aus wie die Abschlussprüfung Kunst-LK der Waldorfschule Wattenscheid-Höntrop. Was ist das? Wein wird in exzentrischen Scheißflaschen verkauft. Oh, mit einem tollen Korken. Das passt natürlich hervorragend zum Oh-ich-bin-was-besseres-Image des widerlichen Stinkgesöffs Wein. Eine schöne Flasche zum Verschenken. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Das macht was her, damit das widerwärtige Lehrer-Gatorade wenigstens schön aussieht. Und weil Wein in so vielen verschiedenen Flaschen im Regal steht und die Etiketten zum Teil mit, keine Ahnung, zwei Komponentenkleber da viel zu fest draufgeklebt sind, deswegen gibt es bis heute kein Pfandsystem für Weinflaschen. Weintrinker gehen doch nicht zum Pfandautomaten, weil der riecht nach Bier aus dem Mund. Weintrinker sind was Besseres, glauben Weintrinker. In Wirklichkeit sind Weinträger wie alle anderen Deutschen auch Schnäppchenjäger. Fast jede zweite Flasche Wein stammt vom Discounter. Mhm. Wein hat einfach nur ein geiles Edelimage. Ey, Weintrinker! Ey, Weintrinkerin, morgen früh im Lidl keinen Wein mitnehmen für 3,64 Euro. Ihr könnt euch genauso gut einen Sixpack Kong Strong gönnen. Damit wird man auf der Afterwork-Party der Zeit-Ressortleiterin zwar nicht ernst genommen, aber bei Kong Strong steht wenigstens genau drauf, was drin ist. Kann Spuren von Flachlandgorillas enthalten. Ja, aber damit kann man schon nach einem Schluck richtig schnell rennen. Lieber Kong Strong als Wein. Fick dich, Wein, ehrlich mal. Wein macht null Sinn, der soll sich ficken gehen. Findet sogar mein besoffener Rechtsanwalt die kleine Kanalratte. In Franken kriegen Sie wunderbaren Frankenwein unter 5 Euro die Flasche. Ich kann Ihnen sicher sagen, dass Sie auch für 4,30 Euro eine Literflasche Wein bekommen. Und ich habe auch schon eine Weinkredenz bekommen, der 1.800 Euro kostete und die konnten Sie gleich in den Ausguss schütten. Du kleiner Wichser, ey. Also nicht Wolfgang Kubicki, sondern du, Wein. Du machst einen auf Naturprodukt. Du machst einen auf Bio, not Nature. Getränk für Intellektuelle. Aber, und irgendwie bist du ja auch irgendwie gesund auf eine Art, also habe ich gehört. Aber in Wirklichkeit stimmt das alles nicht. Und damit kommen wir jetzt mal zum Fazit. So, jetzt wollen Sie von mir wahrscheinlich eine sachliche Einschätzung zum Thema Wein hören. Ja, das wäre schön. Halt die Fresse, ich hab Durst! Also mir ist es ganz ehrlich, mir ist es sowas von scheißegal, ob Sie jetzt und also jetzt, ob Sie und wie Sie jetzt, also mir ist es echt scheißegal, ob Sie jetzt, wo wir dem deutschen Wein hier endlich mal die Hose runtergewinzert haben, ob sie jetzt noch einen lustigen Abend haben oder nicht, ob sie jetzt noch Wein trinken oder ist mir scheißegal. Machen Sie mit den Informationen der letzten, wie spät ist es? 18 Minuten. Machen Sie mit den Informationen der letzten 18 Minuten, machen Sie auch, was Sie wollen. Entscheiden Sie einfach selber, juckt mich doch nicht. Ob Sie, keine Ahnung, regelmäßig durch Schweineschwarten gefilterte Pestizidrebenrotze sich reinorgeln, in dem es vor kurzem noch Stücke von zerhäckselten Urkneifertorsos rumgeschwommen sind. Ist mir doch egal. Sie können sich meinetwegen heute Abend noch ins Knie ficken, ist doch Ihre Sache. Ist mir scheißegal, ganz ehrlich. An den Umständen können Sie sowieso nichts ändern. Ich auch nicht. In diesem Sinne,